Nichts ist im Winter so erwärmend wie weiße Bohnen. Anderthalb Tassen Fasolia. Eine Nacht vor dem Verwenden in Wasser einweichen. Die Bohnen absieben und in neues Wasser kochen. In einem anderen Topf etwas pflanzliches Öl eingeben. Den Schaum bei den Bohnen entfernen. Und eine große Zwiebel hier reingeben. Drei Lorbeerblätter und ein paar Kardamom. Kurz die ätherischen Öle daraus holen und ein halbes Kilo Fleisch deiner Wahl da reingeben. Hauptsache fettig. Kurz anrösten und sobald dein Fleisch ein bisschen Farbe bekommen hat, machst du ein bisschen Wasser drauf. So etwa 1,5 Liter. Und jetzt für mindestens eine halbe Stunde 45 Minuten kochen lassen. Sobald du die Bohnen mit der Hand zermatschen kannst, dann sind die fertig. Die einmal bitte absieben. Beim Fleisch nicht vergessen, den Schaum auch zu entfernen. Das habe ich leider nicht verfilmt. Für den Reis geben wir etwas pflanzliches Öl in einem Topf. Dazu noch ein paar Fadennudeln. Sobald die Fadennudeln so eine schöne Farbe bekommen haben, geben wir 1,5 Tassen gut gewaschener und in Wasser eingelegter Reis. Da geben wir 1 Teelöffel Salz zu und reichlich Pfeffer. Kurz den Reis auch anrösten und die doppelte Menge an Reiswasser reingeben. 2, 3 Tassen. Das jetzt einmal richtig aufkochen lassen. Reis bedecken und auf niedrige Temperatur das Wasser ziehen lassen. 2 Teelöffel Salz und reichlich Pfeffer reingeben. Jetzt noch die Bohnen draufgeben. Und 400 Gramm passierte Tomaten mit Fruchtfleisch. Dazu 1 Esslöffel Tomatenmark. Jetzt noch 15 Minuten unbedeckt kochen lassen. 1/2 Teelöffel Kreuzkümmel. Schau dir diesen Reis mal an. Perfekto. Und dann nimmst du von deiner Fasolia und machst hier drauf. Und wir nehmen noch einen kleinen Kopf Zwiebel, machen den und hauen einmal drauf. So gewinnst du dein Immunsystem. Ja, Habibi.